Hallo, hier ist Robert Bacher und herzlich willkommen zum Little Talks Podcast. Wenn du diesen Podcast anhörst, bist du an spannenden Geschichten von spannenden Personen interessiert. Das ist auch der Grund, warum ich vor über einem Jahr diesen Podcast gestartet habe. Ich wollte von spannenden Persönlichkeiten lernen und erfahren, wie ihre Geschichte aussieht. Und jetzt geht's los. Herzlich willkommen zum Little Talks Podcast. Hier geht es um reale Geschichten von inspirierenden Persönlichkeiten. Die Welt verändert sich. Inspirationen sind überall, genauso wie Geschichten. Es war noch nie so einfach, sich zu vernetzen und seine Geschichte zu teilen. Little Talks vermitteln in 30-minütigen Interviews spannende Impulse, welche bewegen, zum Nachdenken anregen und Identifikationspotenziale schaffen. Das ist Little Talks. Mein Name ist Robert Bacher. Und mein heutiger Gast ist Tobias Riese und er ist Geschäftsführer der Sidelock GmbH in Innsbruck und durch Zufall, würde ich einmal sagen, lernte ich 2017 Tobias kennen und das Unternehmen hat eine Software entwickelt und die Software heißt XBuild. XBuild ist eine intelligente All-in-One-Bausoftware und ich freue mich jetzt auf ein interessantes und tolles Gespräch mit meinem guten alten Bekannten Tobias Riese. Hallo Tobias. Hallo Robert, danke für die Einladung. Sehr gerne. Tobias, möchtest du ganz kurz einmal erklären und erzählen, wer du bist und was du machst? Wer ich bin, hast du ja eh schon ganz schön ausgeführt. Was machen wir? Also wir sind eigentlich ein Innsbrucker oder ein Tiroler Startup-Unternehmen in der Softwarebranche, sind Softwareentwickler und haben 2016 ein Startup gegründet mit einer Idee für eine Software, um die Baubranche zu revolutionieren. Das war damals die Intuition, die Baubranche zu revolutionieren. Gab es damals keine Plattformen in dem Markt, wo man gesagt hat, okay, die kommen in dem Bereich hin? Was gab es damals für Softwarelösungen und was gibt es heute für Softwarelösungen? Also entstanden ist das Ganze eigentlich aus einem Studentenprojekt heraus und eigentlich ist es ursprünglich entstanden von meinem Partner, vom Dave. Er und ich haben Informatik studiert in Innsbruck und während dem Studium war der Dave schon in der Baubranche tätig, weil sein elterlicher Betrieb macht Elektroplanung. Und er hat schon während dem Studium erkannt, dass diese Branche etwas altmodisch unterwegs ist und eigentlich nichts digitalisiert hat. Und durch diese fehlende Digitalisierung beziehungsweise durch diese aufwendigen Prozesse, die da stattgefunden haben oder immer noch stattfinden, ist das Problem halt entstanden, dass er gesagt hat, hier wird zu viel Zeit für unnütze Sachen verbraten, für die Verwaltung und Administration und Nachverfolgung. Hier gehört eine neue digitale Lösung her, damit man das Ganze effizienter und schneller abwickeln kann. Und das hat er im Studium damals die ersten Ideen, das war schon 2013, hat er die ersten Ideen hier schon entworfen, was man hier machen kann. Und ist dann während dem Studium auf mich zugekommen, weil wir auf der Uni jedes Projekt miteinander abgearbeitet haben und hat mir davon erzählt. Und dann bin ich eben mit an Bord gekommen und habe das dann mit ihm weiterentwickelt und haben es während dem Studium eigentlich als Studentenprojekt, als Idee eigentlich entwickelt und haben es dann 2016, damals eben noch mit dem Namen Sidelock, erstmalig dann auch als Startup gegründet und auf den Markt gebracht. Und die entstanden ist es eigentlich dann deswegen, weil, wie du schon sagst, wegen Mitbewerbern oder sonstigen, ja, es gibt natürlich Mitbewerber auf diesem Markt, aber diese Mitbewerber sind eben alles Insellösungen, die eben nur kleine Teilprozesse immer versuchen zu digitalisieren, so wie zum Beispiel die Mängelverwaltung oder das Mängelmanagement oder die Protokollierung in einem auf einer Baustelle. Und genau das hat dazu eben geführt, dass wir gesagt haben, wir wollen keine Insellösung anbieten, sondern wir wollen ein Produkt schaffen, das eine sogenannte All-in-One-Lösung für jegliches Bau- und Immobilienprojekt ist.
Und was war damals am Anfang oder wo zuerst die Software gelauncht wurde, der Funktionsumfang? Und wie habt ihr den Funktionsumfang auch bestimmt? Seid ihr da hingegangen zur Baubranche und habt gefragt, okay, was erwartet ihr euch oder wie könnte man die Insellösung besser machen oder wie war das damals? Ja, eigentlich war es ein Nachfragen aus der Praxis. Wir haben natürlich ein Grundgerüst damals gebaut, wo wir gedacht haben, das sind so notwendige Funktionen, die eben dabei sein sollten. Also so quasi Version 1 war ein gewisser Funktionsumfang von uns. Und dann ist die ganze Plattform eigentlich immer weiter und immer mehr gewachsen mit den Kundenfeedbacks, was man erhalten haben. Wir sind zu Baufirmen hin, haben das präsentiert, haben mit denen stundenlang in Spezifikationsmeetings verbracht, wie man was abbilden kann, was für eine Funktionen notwendig wären, um das Ganze noch besser zu machen und noch intuitiver zu machen. Und so ist halt eine große Plattform entstanden mit einem großen Funktionsumfang, die halt alle verschiedenen Bereiche abdeckt. Ja. Und wie seid ihr damals zu den Bauunternehmen gekommen? Also wie habt ihr damals Vertrieb gemacht? Damals, das war noch ein altes Modell, das ist jetzt mittlerweile eben mit dem neuen Launch, was wir da jetzt machen, eben nicht mehr so. Damals war es eigentlich so, dass man durch Kontakte, die man gehabt hat, angerufen hat, beziehungsweise selber proaktiv auf jemanden zugegangen ist. Und so hat man halt Termine bekommen, weil halt schon Firmen auch interessiert waren, hier quasi digitale Lösungen auszuprobieren. Ja. Jetzt ist es aber schon eine Branche, sage ich jetzt mal, was jetzt nicht so digital affin ist. Wie viel negative Resonanz gab es da bei den Gesprächen? Sehr viel. Nein, also ja, schon sehr viel. Die Geschichte war früher oder vor Corona war die Nachfrage der Digitalisierung sehr zurückhaltend. Also sprich, kleine Baufirmen mit 5 oder 10 Mann hat quasi Digitalisierung nicht berührt. Die waren auch nicht bereit, in diesem Bereich neue Investitionen zu tätigen. Und das Nächste ist, und das ist auch ein Punkt gegenüber unseren Mitbewerbern, es hat keine preisliche Lösung gegeben, die irgendwie rentabel ist für eine kleine Baufirma, weil es einfach zu viel kostet, alles zusammen. Und das waren halt Gründe, warum die Digitalisierung in diesen Bereichen eher schleppend vorangegangen ist. Das heißt, die Lösungen, was gegeben hat, waren Lösungen für Großfirmen, sprich mit Baufirmen mit über 100 Mitarbeitern und aufwärts. Für die war ein Einsatz von so einer Software interessant, aber eben als Insellösung mit nur einem gewissen kleinen Funktionsumfang und eben nur Firmen intern. Das heißt, sie haben das nur intern für die Verwaltung und Dokumentation verwendet, um den ganzen Bauprozess nachzuverfolgen. Aber die Verbindung nach außen mit externen Firmen oder Subunternehmen, die hat es bis dato nicht gegeben, weil eben einerseits war es preislich nicht möglich und andererseits waren diese Firmen auch nicht bereit, diese Digitalisierung zu machen. Und hier hat eben Corona schon eine Trendwende ausgelöst. Und das spüren wir jetzt auch deutlich oder das sieht man jetzt auch deutlich, dass durch Corona eben schon jetzt ermöglicht wurde oder ausgelöst wurde, dass eben eine Digitalisierung zwingend notwendig ist, damit man eben physisch nicht mehr an einem Ort zusammenkommen muss. Und wie digital ist die Baubranche heutzutage? Also was würdest du jetzt sagen? Es kommt aufs Zielgebiet drauf an. Also wir sehen das mittlerweile auch, was die Reichweite der Plattform betrifft. Also derzeit ist ja noch nur deutschsprachig. Wir haben ja auch hier vor, quasi Mehrsprachigkeit in Zukunft anzubieten. Aber man sieht, dass zum Beispiel der österreichische Markt geht da sehr
schleppend voran immer noch, wobei, wie gesagt, Corona das ein bisschen beschleunigt hat. In Deutschland ist die ganze Sache schon wieder ganz anders. Also wenn man einmal die genauen Zugriffe von der Plattform anschaut, dann sieht man schon, dass speziell im Raum Nordrhein-Westfalen, Berlin, aber auch im bayerischen Raum hier schon deutlich mehr aktiv von Firmen auch gesucht wird und das aber auch von kleinen Firmen, teilweise sogar von sogenannten One-Man-Shows. Ja. Und da sieht man, Italien ist auch noch so ein Bereich, also Südtirol ist ja auch deutschsprachig. Auch hier ist eine gewisse Nachfrage da. Schweiz wieder ein bisschen weniger. Also den größten Boom löst eigentlich Deutschland aus, was ja auch klar ist, weil Deutschland hat 10-mal so viel Einwohner wie Österreich. Ja. Jetzt wird die Digitalisierung vorangetrieben, aber was sind die Feedbacks zum Beispiel in Meetings? Also sagen die, okay, wir brauchen das jetzt unbedingt, weil durch Corona haben wir festgestellt, wir müssen digitale Lösungen im Unternehmen haben, oder wie kann man sich das vorstellen? Gibt's da noch schon den einen oder anderen, der was sagt, okay, nein, Digitalisierung, ja, das wird gar nicht so kommen. Gibt's da noch Verweigerer? Gibt es diese, ja, witzig, dass du es Verweigerer nennst. Diese Verweigerer gibt es. Diese Verweigerer sind hauptsächlich dann wirklich Leute in der Baubranche, die jetzt nicht so in unserem Alter sind, sondern schon etwas fortgeschrittener, um es schön auszudrücken. Da gibt es wirklich Leute, die sind halt nicht mit digitalen Medien und alles aufgewachsen, die tun sich schwer, einen Computer zu bedienen oder auch ein Smartphone zu bedienen. Und für die ist es natürlich dann schon eine Riesenumstellung und eine Riesenbelastung, auf einmal so ein digitales Produkt voll einzusetzen. Ja. Ihr habt das Ganze ja neben dem Tagesgeschäft aufgebaut. Also ihr habt ja damals alles Mögliche noch programmiert, was ich weiß, und habt neben dem Tagesgeschäft versucht, die Software aufzubauen. Würdest du das heute wieder so machen oder würdest du sagen, okay, das mit Tagesgeschäft, das hat schon abgehalten vom Fokus? Ja, das mit dem Tagesgeschäft hat abgehalten vom Fokus. Aber ja, ich würde es wieder so machen. Der Grund ist der, also wir haben eigentlich das Startup damals schon gegründet mit der Absicht, dass wir uns zu 100% nur auf X-Bild und die Plattform konzentrieren können. Nur die Thematik war, was wir immer gesagt haben, wir wollen das gesamte Unternehmen oder die ganze Plattform, so gut es geht oder so weit es geht, zu 100% eigenfinanzieren und verzichten auf Investoren beziehungsweise externe Geldgeber. Das hat bis dato einwandfrei gut funktioniert. Wir arbeiten, um das eben zu finanzieren zu können, waren wir neben der Haupttätigkeit von X-Bild in verschiedenen Drittprojekten mit involviert und haben andere Projekte mitprogrammiert, sowie Schnittstellen, Anbindungen für große Konzerne etc., um solche Sachen zu ermöglichen. Und genau das hat dazu geführt, dass wir schon gewachsen sind, zwar etwas langsamer, als wie es mit einem Investor oder mit Investoren funktioniert, wo halt eine hohe, schnelle Skalierung sofort verfügbar ist. Aber wir haben halt hier dadurch, ich nenne es immer so schön, ein sehr nachhaltiges Wachstum gehabt und sind mittlerweile auch 8 Personen oder 8 Mitarbeiter insgesamt und konzentrieren uns immer mehr eigentlich nur mehr auf X-Bild. Und 2021 ist jetzt dann eigentlich wirklich der Schritt so weit, dass wir 100% nur mehr X-Bild machen und sämtliche Drittprojekte, die das ganze Unternehmen bis jetzt quasi mitfinanziert haben, eben dadurch fallen lassen können. Aber schwirrt da nicht irgendwo im Hinterkopf der Gedanke herum, dass man überholt werden könnte von anderen Anbietern, die was einen Investor im Hintergrund haben? Nicht in unserer Branche jetzt so, weil die Nachfrage ist trotzdem extrem da. Also die Nachfrage wird auch weiterhin da sein. Und was die Innovation betrifft von der Programmierung, mache ich mir eigentlich überhaupt keine Sorgen, weil unser Technikteam, das mittlerweile 4 Leute oder 5 Leute sind, die sind dermaßen innovativ, modern unterwegs
und auch in einer rasanten Geschwindigkeit, dass ich mir diesbezüglich eigentlich keine Sorgen mache, dass sich das irgendwie negativ auswirken könnte. Wie? Aber das kann sich ja in Zukunft ändern. Also das ist ja nur mal der Ist-Stand jetzt. Ja. Wie schwierig findest du es, ohne Kapitalgeber oder ohne Fremdkapital ein Startup aufzubauen? Wie würdest du das einschätzen, nach eigenen Erfahrungen? Es ist nicht leicht. Man muss sich vorstellen, mein Partner und ich waren am Anfang zu zweit und wir haben das Ganze von komplett null auf gegründet. Es hat ja keine Software gegeben, es hat keine Firma gegeben. Also wir haben ja quasi nicht einmal ein Blatt Papier hat es gegeben. Und wir haben das von null auf langsam und sicher großgezogen. Das funktioniert natürlich nur, wenn jeder mit Herzblut mit dabei ist und jeder eigentlich jeden Tag 300% gibt. Und so ist es halt auch als Familie gewachsen. Und da muss man schon einmal an das gesamte Team, was da dahinter der X-Bild steht, schon einmal ein ganz, ganz großes Lob aussprechen, was die Jungs hier gemeinsam oder wir alle hier gemeinsam, speziell jetzt im 2020er Jahr mit Corona alles umgesetzt und ermöglicht haben, das findet man, glaube ich, so in einer Unternehmenskultur, in so einem Betriebsklima selten. Was denkst du, sind die größten Erfolgstreiber bisher gewesen, was X-Build anbietet? War das einfach, dass man eine All-in-One-Lösung anbietet und der Markt es braucht, oder gab es da andere Kriterien, was mehr für den Erfolg ausschlaggebend waren bisher? Naja, der ausschlaggebende Erfolg eigentlich ist die große Nachfrage, die herrscht vom Markt und jetzt eben mit Corona nochmal beschleunigt. Also selbst wenn man muss sich vorstellen, mit diesem alten Modell, wo man mit dem Direktvertrieb direkt mit dem Kunden eben in Kontakt war und hingefahren ist, mit dem das alles gemacht hat, sogar damals zu der Zeit sind Anfragen bei uns eingegangen, von Leuten, die haben wir nicht gekannt. Also da ist auch nicht irgendwo im Hintergrund irgendwie eine Connection irgendwo hergestellt worden, sondern die sind aktiv eben auf die Suche gegangen. Und ohne einen Cent im Marketing zu investieren, sind wir trotzdem gefunden worden und es sind trotzdem Firmen auf uns zugegangen und haben gesagt, sie wollen eben sich die Software anschauen, weil eben dieser gesamte Funktionsumfang und die einfache Usability, die wir eben da dahinter haben, einfach überzeugend wirkt. Wie groß ist das Marktkapital? Kann man das ungefähr einschätzen? Also aktuell seid ihr ja nur im Dachraum vertreten? Aber sind da irgendwie Expansionen weltweit geplant oder europaweit, oder was sind so die nächsten Schritte? Ja, also was sind die nächsten Schritte? Der nächste Schritt ist jetzt, wir haben im Dezember jetzt dieses komplett neue Konzept gelauncht. Wir sind von diesem alten Modell mit Direktvertrieb, sind wir komplett weg, haben nur mehr alles digital umgestellt, sprich ein digitaler Online-Vertrieb mit Online-Marketing, dass die potenziellen Kunden auf unsere Seite kommen, sich von selber registrieren, Einschulungsvideos bekommen, ein Einführungstutorial, wo sie interaktiv selber probieren können. Wir bauen jetzt im Jänner dann noch eine Strategie auf, dass auch Online-Webinare automatisch an diese Personen verschickt werden, um die ganze Plattform noch selbstständig weiter zu erlernen, wo die Idee ist, dass quasi diese komplette Integration in einen Baualltag so gut wie möglich ohne unseren Einfluss funktioniert. Das wäre natürlich der Wunschgedanke. Zu 100% wird das natürlich nie funktionieren. Man wird immer Beratung im Hintergrund mit anbieten müssen, um Leute eben noch weiter tiefer zu schulen. Aber das wäre die Idee, wo wir jetzt 2021 eben ganz stark drauf laufen wollen, dass eben das Ganze nur mehr rein digital direkt mit den Personen von selbst abgearbeitet wird. Wie viele eurer Prozesse sind bereits automatisiert? Weil ihr bietet ja quasi auch ein digitales Produkt an, wo ja sehr viel einfacher geht oder zum Teil auch automatisiert wird.
Wie viele von euren Prozessen sind denn schon automatisiert? Weil wenn man hört Webinar und Aufzeichnungen und digitaler Vertrieb, das klingt so, als ob die Settings schon einmal stimmen. Das wird man jetzt sehen. Also wir haben, wie gesagt, vor Weihnachten sind wir hier in den Launch gestartet. Man wird jetzt sehen, wie sich das, das ist jetzt selber für uns eine Testphase mal für von ein paar Monaten, um mal zu sehen, wie das Ganze fruchtet. Und dann muss man natürlich schnell daraufhin reagieren und Strategien eventuell anpassen oder umändern. Ja, ich glaube, es ist ein moderner Prozess, den es so auch von Mitbewerbern noch nicht gibt. Aber wie soll man sagen? Also, es ist, man wird sehen. Also, wir wissen selber noch nicht, wo die Reise hingeht. Ich sage immer so schön, wir stehen am Anfang einer ganz, ganz langen Reise. Aber ich glaube, dass von den Prozessen, die jetzt hier so stattfinden, rein firmenintern, ist eigentlich alles digitalisiert bis auf einen oder automatisiert bis auf einen direkten Kundenkontakt, der ja auch digital stattfinden kann, um eben individuelle Fragen zu klären. Sonst ist eigentlich den potenziellen Kunden über Kampagnen zu catchen, auf die Seite zu bringen, ihn mit Informationen vollzustopfen oder die Informationen näher zu bringen, dass man ihm zur Anmeldung bringt, dass er sich das Produkt anschaut, bis dahin, dass er auch das Produkt selber buchen kann und das Produkt selber verwenden kann. Soweit würde auch die Automation funktionieren und eben auch, dass die Abrechnung im Hintergrund bei uns firmenintern mit der Rechnungslegung, Zahlungssystem etc. Und sogar Buchung in unserem Buchhaltungssystem komplett automatisiert erfolgen könnte, ohne dass wir einen Eingriff hier machen. Wie viel Budget habt ihr bis jetzt in Marketing investiert? Also es klingt bisher so, dass das eigentlich gar nicht nötig war. Wie meinst du? Also wie viel wurde bisher in Marketing investiert bei XBuild? Weil wenn man so hört, also Anfragen von irgendwelchen Leuten kommen dann rein und man arbeitet die ab, war da bisher ein großer Marketingaufwand dahinter oder war das rein organisch? Nein, also es war mit dem alten Modell, das quasi bis Ende 2020 gelaufen ist, haben wir erste Testversuche gemacht mit Marketing, mit einer Agentur zusammen, um zu schauen, wie die Reichweite von so einem Produkt tatsächlich ist, wenn man es auch mit Marketing nach außen strahlt. Witzigerweise ist es aber so, dass sogar mit ganz wenig Aufwand einige Anfragen gekommen sind, aber auch organisch haben wir wirklich jede Menge Traffic auf der Seite verfolgen können, wo vorher eigentlich noch kein Euro in Marketing investiert worden ist. Du hast gesagt, das ist der Anfang einer langen Reise. Wie denkst du, geht die Reise von euch weiter und wie geht die Reise der Baubranche weiter? Wie wird sich das weiterentwickeln? Weil eigentlich entwickelt ihr euch ja sogar schneller weiter als wie die Baubranche, oder? Ja, so kann man sagen. Also wir wollen mit XBuild speziell jetzt mit diesem neuen System und mit dieser neuen Plattform, wie wir es anbieten, wir wollen eine Plattform für die Baubranche anbieten, egal ob für einen einzelnen kleinen Handwerksbetrieb oder für eine große Lösung, für einen großen Konzern. Wir wollen eine Bauplattform anbieten, wo jeder drauf eigentlich arbeiten kann. Sprich, wir wollen einen Standard schaffen und ein Netzwerk schaffen von Personen, die eben miteinander interagieren und sich vernetzen können. Das ist das Ziel, das ist die Vision und das ist eigentlich auch die komplette Philosophie von XBuild. Und wie denkst du, entwickelt sich die Branche weiter? Denkst du, dass das schon jetzt in den nächsten 5 Jahren ziemlich zu 100% Digitalisierung geht? Also dass fast alles digitalisiert ist in der Baubranche? Oder ich denke, dass sich die Baubranche schon weiter digitalisiert. Man sieht es ja jetzt auch schon. Also es hat natürlich vor Corona schon auch Digitalisierung gegeben, aber in anderen Bereichen zum Beispiel, es wurde vorher
die Pläne wurden vorher in 2D gezeichnet. Mittlerweile gibt es ein neues Modell, das nennt sich BIM, wo wirklich 3D-Modelle visualisiert werden. Also man sieht schon speziell in der Planung, also in dem Planungsbereich, wo aktiv Pläne gezeichnet werden, gibt es hier schon viele moderne digitale Lösungen. Nur das Problem, warum eben das Grundsatzproblem, wo wir gesagt haben, wo wir anknüpfen wollen, ist, das war immer nur firmenintern und das wurde immer nur firmenintern auch digitalisiert, aber es ist trotzdem ein riesen Verwaltungsaufwand dazugekommen, weil die Kommunikation, die Vernetzung zu den anderen beteiligten Gewerken auf der Baustelle, die hat es nie gegeben. Das ist immer noch altmodisch, teilweise eben für alles ein E-Mail versenden, das E-Mail geht unter, der eine kriegt die Änderung nicht mit, der andere wird wieder nachgerufen per Telefon, es werden Meetings abgehalten, man weiß überhaupt keinen Ist-Stand. Also dieses Grundsatzproblem der Kommunikation, das muss eigentlich noch am Anfang gelöst werden und das muss auch quasi die Branche verstehen, dass eben, wenn man dieses Problem am Anfang einmal behebt, dass das ein riesen Wandel sämtlicher Prozesse auslösen würde. Also das ist aktuell so der Hauptproblempunkt, was es gibt in der Baubranche, die Kommunikation nach außen. Das ist der Hauptproblemgrund, warum Bauprojekte in so einen riesen Verwaltungsaufwand ausarten und eben auch teilweise im Nachhinein dann zu Riesenstreitereien führen bezüglich Haftungsgründe, Mängel, Ausführungsfehler. Und das sind ja teilweise, wir reden ja da teilweise von Verfahren, die gehen ja bis vor Gericht, die sind 10 Jahre nach Fertigstellung der Baustelle, sind die immer noch mit Rechtsanwälten vor Gericht beim Streiten, weil sie noch rausfinden müssen, wer die Haftung für sämtliche Fehler oder Deadline nicht einhalten etc. Die Haftung dafür trägt und dann auch die Mehrkosten dafür. Ja. Das heißt, diese Probleme könnte man halt lösen, indem halt die Kommunikation zwischen den verschiedenen Gewerken und zwischen den verschiedenen Beteiligten eben sauber dokumentiert ist. Das heißt also unter anderem ist X-Build auch ein Lösungsansatz zum Sparen von Zeit, weil ja die Kommunikation in einem einfacher ist. Von dem her hat man wieder mehr Ressourcen frei für andere Dinge. Und zweitens ist die Dokumentierung besser, dass man rechtlichen Dingen eher noch ausweicht. Genau, also ich hab da einige Beispiele, um das ein bisschen besser zu verdeutlichen. Wirklich Beispiele aus der Praxis, wo es so ist. Du musst dir mal vorstellen, bei uns hier im Firmenpark in Innsbruck, wir haben einen Firmenpark mit 9 Gebäuden. Dieser Firmenpark gehört quasi einer Immobilienholding und diese Immobilienholding hat eine eigene Hausverwaltung, Verwaltungsfirma, die betreut die ganzen Gebäude und in diesen 9 Gebäuden gibt es, glaube ich, insgesamt sind es 300 Unternehmen oder sowas in dem Firmenpark hier sind und in jedem Gebäude sind verschiedene Büros in jedem Stockwerk. Und jetzt ist es so, dass es gleichzeitig noch eine eigene Architektenfirma gibt, die dann quasi die ganzen Umbauten managt und plant, weil jedes Mal, wenn ein Mieter auszieht, muss saniert werden, umgebaut werden und dann wieder für den neuen Mieter alles hergerichtet werden. Und da ist es so, dass natürlich für jede dieser Umbauten eigene Subunternehmer, eigene Subfirmen wieder angestellt werden, um diese Umbauten zu regeln. Und dann gibt es zum Beispiel das Problem, es gibt natürlich gewisse Brandschutzbestimmungen hier, dass eben eine Brandschutzanlage hier vor Ort ist, aber diese Brandschutzanlage muss natürlich mit den aktuellen Plänen oder mit den aktuellen Gebäuden so zusammenpassen, dass das natürlich rechtlich alles geregelt ist. Jetzt gibt es das Problem, dass in einem Gebäude drüben ist ein Mieter eingezogen, die haben Speziallaborausrüstung und alles, haben sich dieses Büro oder dieses Labor selber adaptiert und selber umgebaut mit eigener Anlage drin, mit eigener Brandschutzanlage. Und jetzt ist der Architekt im Hintergrund, der die ganzen Gebäude verwaltet, hat von diesen Änderungen nichts mitbekommen, weil es nicht kommuniziert wurde und der
mit allen anderen Subunternehmen sind jetzt in einen riesen Verwaltungsaufwand und Nachverfolgung und Dokumentationsaufwand, um diese Änderungen überhaupt mal mit reinzukriegen. Weil wie der da anfragt hat, er will die Pläne, er bräuchte die Pläne für die aktuellen Änderungen, sind ihm 9 verschiedene Planstände zugeschickt worden, wo er nicht weiß, was ist jetzt da aktuell und was nicht. Und der ist seitdem mehrere Stunden oder mehrere Wochen eigentlich schon mittlerweile, ist der beschäftigt, nachzuverfolgen, was ist jetzt da tatsächlich der Ist-Stand. Und das könnte man halt einfach prinzipiell lösen, dieses Problem, indem einfach die Kommunikation auf eine Plattform sich zentralisiert und hier eben alles digital abgelegt wird, wo auch jede Änderung sofort mitgeteilt wird. Kurze Frage noch zur Software oder die letzte Frage zur Software. Muss dann ein weiteres Unternehmen auch Accounts haben oder gibt es da Lösungen, dass quasi das Reich der Architekt hat irgendwie einen Account und dann kann man trotzdem mit anderen Unternehmen über die Plattform zusammenarbeiten, ohne dass der einen Account hat? Beides. Es gibt die Möglichkeit, wirklich um jetzt voll digital unterwegs zu sein, gibt es quasi die Möglichkeit, ein Bauprojekt einzurichten auf der Plattform und sämtliche Projektbeteiligte ins Projekt mit einzuladen und eben denen direkt einen Zugriff in den Projektraum zu geben. Das heißt, der verschickt eine Einladung raus, das geht an die E-Mail-Adresse, diese E-Mail-Adresse registriert sich dann auf XBuild und ab dem Zeitpunkt hat der nach jeweiligen Benutzerrechten halt Zugriff auf das Projekt und kann hier interaktiv direkt mitarbeiten und kann dann auch die App verwenden etc. Es gibt aber auch den anderen Weg und das sind quasi Zusatzfunktionen oder Zusatzfeatures in der Plattform, dass wenn man ein Bauprojekt firmenintern verwendet auf XBuild, kann man zum Beispiel externe Zugänge erstellen, um eben die Kommunikation nach außen mit externen eben zu vereinfachen. Sprich, man kann sich das vorstellen, was viele wahrscheinlich kennen, dass man über WeTransfer oder Dropbox einen Link geschickt bekommt, wo Daten drinnen sind. Bei uns ist das nur ein bisschen erweitert. Man kann von XBuild heraus die Projektdaten direkt per Link extern Leuten zur Verfügung zu stellen, gleichzeitig aber auch noch eine Kommunikation, einen Text hinzufügen. Man kann dann direkt in diesem externen Zugang mit diesen Personen dann zusammenarbeiten und sämtliche Änderungen von Dateien, die im Projekt in der Zwischenzeit passieren, sind auch dann im externen Zugang nach außen hin mit diesen Personen geteilt und diese externen Personen können auch über diesen Zugang Daten in das Bauprojekt zurück hochladen, ohne selber ein XBuild-Konto zu haben, beziehungsweise ohne selber aktives Mitglied in diesem Projekt zu sein. Okay, gut, so viel zur Software. Fragen an dich persönlich. Was war das größte Learning bis jetzt in deiner Startup-Karriere oder in deiner Startup-Zeit? Was war das größte Learning? Eigentlich muss ich sagen, dass das die Firma existiert jetzt seit 4 Jahren und, oder eigentlich seit 4,5 Jahren und was man in diesen 4,5 Jahren alles lernt, egal ob es jetzt Fachkompetenz ist von Bauprozessen oder ob man auch, weil ich ja selber Informatiker bin, auch noch selber technische Konzepte neue erlernt oder auch eben, was Firmen wirtschaftlich mäßig man alles lernt, muss man sagen, das, was hier die letzten 4,5 Jahre an Know-how dazugekommen ist in allen verschiedenen Bereichen und das gilt eigentlich für jedes Mitglied bei uns, das ist immens und es ist auch interessant zum Zuschauen, wie das Ganze eben wächst und wie man hier sich einfach von selbst weiterbildet. Und wie geht man eigentlich teilweise auch mit dem Druck um? Also jetzt persönlich, nicht unternehmerischer Sicht. Ich meine, es gibt eine GmbH und die sichert zwar alles ab, aber im Endeffekt will man ja nie, dass irgendetwas scheitert. Aber es gibt natürlich auch sehr viele Herausforderungen. Wie geht man mit dem um? Vor allem, wenn es so viel negative Resonanz ist. Also wie gesagt, es gibt ja einige Verweigerer und dann denkt man, okay, vielleicht ist jetzt einfach das richtige Produkt am falschen Zeitpunkt gelauncht worden, kann man ja auch denken. Und dann verwirft man wieder die Pläne. Es gibt natürlich, also das ist so typisch, also da habe ich mal einen Ausdruck
gehört und den finde ich eigentlich ganz wichtig, ganz witzig oder eigentlich genau richtig. Das ist Startup-Romantik. Ja, das ist, es kann nicht nur nach oben gehen. Es sind Up and Downs, es sind auch intern natürlich andere verschiedene Quälereien wieder. Es gibt natürlich Punkte, die einem wieder zurückwerfen, weil es wieder Probleme gibt. Und das sind jetzt nicht nur technische Probleme, aber wir sind halt in einem innovativen digitalen Bereich unterwegs, wo wir etwas Neues schaffen wollen, das vorher nicht gab. Das heißt, wir sind in einem Bereich unterwegs, wo wir nicht abschätzen können, wie viel Aufwand ist etwas, wie löst man technisch etwas. Also es ist mehr ein Research and Development und eine bisschen eine künstlerische Ader noch dazu, um das Ganze eben aufzublasen. Und natürlich, man muss schon schauen, dass das wirtschaftlich alles wächst und das funktioniert, aber es gibt natürlich Up and Downs. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, wie geht man damit um? Wir sind alle viel am Arbeiten. Für uns gibt es nichts Wichtigeres wie X-Bild, also speziell von uns Gründern natürlich, aber auch von unseren gesamten Teammitgliedern. Man merkt auch hier, dass die mit Herzblut mit dabei sind, dass denen auch die Arbeit Spaß macht. Das ist nämlich das Wichtigste. Also und so löst man das Ganze eigentlich. Also einfach als gemeinsam, als Freunde oder große Familie, das gemeinsam vorwärts bringen und sich gemeinsam helfen aufzubauen und hier weiter vorzugehen, egal was für ein Stein einem im Weg gelegt wird. Und das funktioniert eigentlich sehr gut. Und wie ich schon einmal gesagt habe, da gibt es nichts Besseres als wie unser gesamtes Team, das dahinter steht, weil ich weiß ganz genau bei jedem Einzelnen, wie gern er dabei ist und wie sehr er dahinter steht. Und wie gesagt, das hat man jetzt in dem besonderen Jahr 2020 ganz deutlich gemerkt. Letzte Frage, möchtest du noch irgendetwas sagen? Gibt es ein Zitat? Gibt es noch irgendetwas, was du sagen möchtest, mitteilen möchtest, kundtun möchtest? Was ich mitteilen möchte? Also wie ich schon gesagt habe, also wir stehen am Anfang einer langen Reise. Für uns, unsere Vision, unsere Philosophie ist natürlich mit X-Bild etwas Neues zu schaffen, etwas Digitales zu schaffen und hier vor allem etwas zu bewegen. Und für uns selber gibt es nichts Wichtigeres oder nichts Interessanteres in unserem Leben, als wie, dass das funktioniert. Und das wollen wir so für hoffentlich den Rest unseres Lebens auch noch so weitermachen. Sehr schön. Tobias, vielen, vielen Dank für deine Zeit und das interessante Interview und danke an alle, die da draußen zugehört haben. Vielen Dank. Macht's es gut. Ciao. Schön, dass du den Podcast bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, kannst du den Podcast gerne abonnieren.